Für mich ist das wirklich so ein bisschen ein Wunder gewesen, auch die Freude in ihren Augen können zu sehen, dass das auf einmal geht. Sie hat ausgesehen, als hätte man ihr jetzt gerade einen Lottoschein für 1 Million in die Hand gedrückt. Das ist «USZ Direkt», ein Podcast vom Universitätsspital Zürich, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Geschichten aus ihrem Dienst erzählen. Direkt, ungeschminkt und menschlich. Also ich bin Tadassa Brito da Silva, bin Physio hier am USZ und leite den Fachbereich Kardiologie von therapeutischer Seite. Ich bin seit 8 Jahren im Haus und Kardiologie ist meine ganze Leidenschaft. Also das mache ich wirklich mit Herzblut. Ja, es ist ein Thema, das ich nie gedacht hätte, dass es mich packt. Und ja, dann war es wie Liebe auf den ersten Blick gewesen. Tadassa Brito da Silva macht also das, was Physiotherapeutinnen machen. Mobilisieren, Bewegungsabläufe üben und schauen, was für Übungen die Patientinnen und Patienten können in ihren Alltag einbauen können, um gesünder zu leben. Und das eben mit einem Fokus aufs Herz. Was wir machen, ist sehr vielfältig. Ich habe mir so vorgestellt, dass man halt mit den Patienten Velo fährt oder trainiert und halt, dass man die wieder auf die Beine bringt. Aber es hat ganz viele Facetten. Also, sprich, hat ein Patient irgendein Problem mit dem Herz, sei das ein Herzinfarkt oder ein angeborener Herzfehler, und er liegt hier im Spital. Innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Eintritt schaut ein Physio vorbei und schaut, ja, wie geht es ihm, was macht der Patient eigentlich daheim, was hat er für einen Hintergrund. Und das kann sein von zum Beispiel bei einem alte Grossmütterli, haben sie Blumen auf dem Balkon, die gegossen werden müssen, weil das muss man Reistraining einbeziehen. Sind Haustiere rum, hat man eine Stege im Haus, also so Sachen. Oder macht man Sport, was haben sie für einen Beruf. Ja, da macht man eigentlich wie so eine Kurzversion von dem Befund, holt ab, was ist dem Patient wichtig, wie geht es dem Patient. Eigentlich hat sie zuerst ganz eine andere Laufbahn einschlagen. Dummerweise hat ihr Schulhaus aber einen Haufen Fenster gehabt. Ein brasilianischer Doktor hat ihr einen Schub in die richtige Richtung gegeben und jetzt geht sie völlig auf ihre Rolle. Das alles erzählt Tadassa Brito da Silva in dieser Folge. Zuerst aber noch schnell. Für die, die sich für den Sportanlass Weltklasse Zürich interessieren, gibt es später in dieser Episode noch etwas zu gewinnen. Darum unbedingt dranbleiben. Aber zurück zu Tadassa und der Frage, wieso sie sich ausgerechnet für Physio entschieden hat. Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe nämlich etwas völlig anderes angefangen zu studieren. Vor meiner Physio-Ausbildung habe ich Sprache und Kommunikation studiert. Also ich rede 7 Sprachen. Und jeder hat mir gesagt, ja, du bist so ein Sprachtalent, du musst irgendetwas daraus machen. Also habe ich eben das Sprach- und Kommunikationsstudium angefangen. Ironischerweise war das an der ZHW direkt gegenüber vom Physiogebäude. Und jedes Mal, wenn ich in der Vorlesung gesessen bin, habe ich die Physios trainieren gesehen. Und ich glaube, schon ab der 2. Woche habe ich gedacht, oh nein, was habe ich da gemacht? Ich wäre viel lieber bei denen. Also ich habe mich schon immer gerne bewegt, habe mich mit dem menschlichen Körper gerne befasst. Ich habe gewusst, ich will nicht Pflegefachfrau werden, weil ich kein Blut kann sehen. Also ich wollte auch nicht unbedingt das Medizinstudium machen, weil ich dachte, ja, das geht ewig lang. Und eigentlich, ja, nach 2 Jahren in diesem Sprachstudium habe ich dann gesagt, nein, also das Physio... das ist, glaube ich, wirklich etwas für mich. Und ich glaube, das ist die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Also ich denke, das Sprachstudium war nett und interessant gewesen, aber mit der Physio ist es wirklich so, wenn ich am Morgen ins Spital laufe, da kribbelt es richtig im Bauch. Und das ist auch etwas, eben, das ist wie ein Teil von mir. Also es ist kein Job, den ich mache, sondern das ist wie ein Teil von mir. Wo sie ihre Ausbildung angefangen hat, hat auch sie die Vorstellung vom Physio sein gehabt, die wahrscheinlich die meisten Leute haben. Ich habe eigentlich in der Physio-Ausbildung mir immer vorgestellt, also das Physio-Klischee, das man hat, oder? Ein Physiotherapeut ist, oder eine Physiotherapeutin ist sportlich und will damit den Patienten Sport machen. Und die Patienten, die kommen, sind sportlich. Und ich weiss, im ersten Semester habe ich mir gesagt, ja, ich will wahrscheinlich Sportphysiotherapeutin werden, wie bei jedem im Studium. Und will mit Athleten arbeiten. Erst kurz vor dem Schluss von ihrem Studium hat sich ihr plötzlich ein ganz neuer Weg aufgetan. Eben
Kardiologie. Das ist eigentlich noch lustig, weil bis vor ein paar Jahren habe ich gar nicht gewusst, dass man als Physio in der Kardiologie arbeiten kann. Bewusst wurde ist mir das, als ich noch im Studium war. So im letzten Jahr haben wir zwei Praktika und ich habe beschlossen, eines von diesen Praktika im Ausland zu machen, in Brasilien. Und bin dann dort angekommen und es hat geheissen, ja, ich mache innere Medizin, also alles, was mit den Organen zu tun hat, mit dem Schnaufen und ein bisschen Neurologie und ein bisschen Physiotherapie mit Kind. Und ja, mein erster Tag war auf der Kardiologie gewesen, und ich hatte keine Ahnung, was mich dort erwartet. Lauf dann dort an und da kommt tatsächlich eben der Ausbildende oder der Professor und sagt, ja, kannst bitte das EKG auswerten und mir sagen, was du anhand von dem mit deinem Patienten machst. Und dann haben sie gesagt, ja, also ich sehe da nicht Medizinstudentin, ich sehe eben fürs Physiopraktikum da. Und er hat dann gesagt, ja, eben genau wegen dem. Physios in der Kardiologie stellen Trainingsprogramme anhand der Herz- und Patientendaten zusammen, speziell für Menschen, die z.B. eine Herzoperation hatten oder einen Herzfehler. Neben dem kommt noch viel psychologische Arbeit dazu, weil ein Haufen Leute nach einem Herzinfarkt z.B. Angst haben, um wieder Sport zu machen. Für das gibt es am USZ z.B. extra psychokardiologische Sprechstunden, wo die Physios Patientinnen und Patienten daran weiterverweisen können. Insgesamt arbeiten 140 Physio- und Ergotherapeutinnen und Therapeuten am USZ, davon 12 spezialisiert auf Kardiologie. Ich bin dann heimgeflogen und habe gedacht, ja, ich glaube, Kardiologie könnte etwas sein. Und als ich diese Stelle da am Universitätsspital gesehen habe, auf der Karte, da habe ich gerade gewusst, ja, die Stelle die muss ich haben. Also habe mich beworben, habe dann auch fast täglich angerufen. Also ich habe gedacht, jetzt nehmen sie mich sicher nicht, weil ich so oft anrufe. Aber ich habe einfach gewusst, ja, das ist, die Stelle muss ich einfach haben. Und das hat geklappt. Sie hat die Stelle ein paar Monate später bekommen und ist jetzt eben seit 8 Jahren am USZ. Ja, und mir gefällt es immer noch. Es hat sich alles ein bisschen gewandelt. Auch die Verantwortung, die ich übernommen habe, oder die Tätigkeiten, die ich heute mache, haben sich ein bisschen verändert, sind nicht mehr die gleichen wie am Anfang. Und das gefällt mir eigentlich so am USZ, dass alles immer im Wandel ist. Also, ja, man hat immer neue Projekte, neue Sachen, neue Patienten. Also, mit neuen Patienten meine ich, wir haben zum Beispiel in der Herzrehabilitation dieses Jahr zum ersten Mal einen jungen Patienten mit einer hypertrophen Kardiomyopathie gehabt. Eine hypertrophe Kardiomyopathie bedeutet, der Herzmuskel ist vergrößert. Darum hat es weniger Platz in der Herzkammer fürs Blut zum Zirkulieren. Wenn man Sport macht, dann wird der Puls schneller, weil die Muskeln und der Körper brauchen mehr Sauerstoff, also auch mehr Blut. Und weil das Herz schneller pumpt, hat die Herzkammer weniger Zeit, um sich mit Blut zu füllen. Bei Menschen, die einen vergrößerten Herzmuskel haben, heisst das, dass nur noch ganz wenig Blut im Herz Platz hat und das Herz darum noch viel mehr müsste pumpen, um den Körper zu versorgen. Wenn sich jemand mit dieser Diagnose darum voll vorausgibt, können es Herzrhythmusstörungen geben, man könnte bewusstlos werden oder im schlimmsten Fall könnte das Herz sogar komplett aufhören schlagen. Und das war für uns als Team zum Beispiel ein riesen Novum, weil so Patienten haben bisher gar nicht trainieren dürfen. Also bisher hat man eigentlich eher vom Sport abgeraten. Und jetzt hat die Europäische Gesellschaft für Kardiologie hat jetzt neue Guidelines aufgestellt, also neue Richtlinien. Und dort eben ist wie ein bisschen mehr Platz offen für Bewegung. Und ja, das finde ich spannend. Also, ja, wenn man jetzt eben völlig mit einer neuen Patientengruppe oder mit jemandem arbeiten darf, der eine Diagnose hat, die ich noch nie hatte, und das nach 8 Jahren, das ist super spannend. Und es war auch schön, den Patienten zu begleiten. Also, es war ein junger Mann, der war 16, 17. Also fängt jetzt dann seine Lehre an. Und ich konnte das fast nicht glauben. Er hat mir am ersten Tag, also beim Befund, erzählt, er habe noch nie in seinem Leben Sport gemacht und er sei noch nie in seinem Leben auch nur auf den Bus gerannt oder so. Also er ist noch nie in seinem Leben gerannt. Gut. Was ist mit dem Depot her?
Das ist gut so. Und am Ende dieser 12 Wochen hat er mit seinen Kollegen können so leichten Sport machen. Er ist dann auch auf den Weinberg gegangen, Trauben gewinnen, zur Weinproduktion. Und ja, es war einfach schön zu sehen, wie viel Lebensqualität das man den Patienten geben kann, eben mit etwas Einfachem. Und gerade bei so Fällen spüre ich sie eben so richtig, dass sie am Universitätsspital arbeite, zusammen mit tausenden anderen Expertinnen und Experten. Ich hatte das Krankheitsbild erst gerade in meinem Masterstudiengang und es war alles so neu. Ich glaube, ich habe bei diesem Patienten fast in jedem Training mit unseren Ärzten telefoniert, weil ich wirklich, es ist so ein bisschen ein Ertasten von der Grenzen. Und was ich sehr schön gefunden habe, ist, dass dort die interdisziplinäre Arbeit so zum Tragen kam, also dass man sich wirklich als Team beraten hat. Und auch außerhalb der Spitalmauern hat Tadassa Brito da Silva amix spannende Aufgaben vom USZ aus. Zum Beispiel ist sie zusammen mit anderen Expertinnen und Experten am Diamond League Leichtathletik Meeting Weltklasse Zürich, wo das USZ Medical Partner ist. Das Weltklasse Zürich ist einer der renommiertesten Leichtathletik-Anlässe der Welt, der amix im Zürcher Letzigrund stattfindet. Die Athleten treten in einer Auswahl von insgesamt 32 Disziplinen gegeneinander an, wie zum Beispiel Stabhochsprung, Kugelstoßen oder Hürdenlauf. Den Anlass gibt es seit knapp 100 Jahren und seitdem sind in Zürich schon über 2000 Weltrekorde aufgestellt worden. Bei Weltklasse Zürich ist USZ insofern involviert, dass wir einerseits die Athleten, die mitmachen, behandeln und wir haben aber auch eine Standaktion, wo wir auch mit den Zuschauern, also mit den Leuten, die wirklich vorbeilaufen oder die zuschauen kommen, zusammenarbeiten und so Informationen zum Thema Bewegung geben. Dort geht es vor allem darum, dass man den Leuten wie so ein bisschen aufzeigt, ja, wie viel Bewegung ist denn gut. Für all die sich das auch fragen, die Empfehlung vom Bundesamt für Gesundheit BAG sind mindestens 2,5 Stunden moderate Bewegung pro Woche. Also Bewegung, wo man ein bisschen ins Schnaufen kommt. Oder halb so viel, also 1,25 Stunden pro Woche intensiver Sport. Also Sport, wo man ins Schnaufen und Schwitzen kommt. Möglich ist natürlich auch, um das zu kombinieren. Also zum Beispiel 1 Stunde intensiver Sport und dazu noch 1,5 Stunde moderate Bewegung. Und eine moderate Bewegung geht übrigens auch, also eben für meine älteren Patienten oder auch Angehörige, die sagen, oh ja, das würde ich gerne umsetzen, aber ich bin nicht so sportlich. Da gilt auch zum Beispiel das Hausstaubsaugen oder mit den Enkeln spielen, mit dem Hund laufen, draußen im Wald sein. Also das muss nichts starr sein, dass man irgendwie joggen muss oder Velo fahren muss. Genau. Und abgesehen von dem Austausch mit Normalsterblichen über Sport und Bewegung am Weltklasse Zürich, wo eben so Fragen beantwortet werden, sei es natürlich vor allem auch super, an diesem Anlass den Spitzenathletinnen und Athleten so nahe kommen zu können. Ja, ich freue mich schon total wieder. Das ist immer wieder ein Highlight in unserem Kalenderjahr, dass wir wirklich auch mal so ganz nah am Sport darf sein. Also das muss ich schon sagen, ich bin sehr kardiobegeistert. Aber ja, in jedem Physio ist natürlich auch die Freude am Sport und an Bewegung da. Und meistens nehmen wir uns auch ein bisschen Zeit, um die Athleten zuzuschauen. Und für all die, die das auch gerne mal von ganz nah sehen würden, am 8. September 2022 ist es wieder soweit. Die Weltklasse-Athletinnen und Athleten kommen ins Letzigrundstadion in Zürich. Als Medical Partner vom Weltklasse verlost das USZ 5x2 Tickets zum Gehen. Zum Mitmachen können Sie einfach ein Mail an podcast@usz.ch schicken und dort darin erzählen, was Ihnen an diesem Podcast gefällt oder was für Menschen und Informationen Sie sich in den künftigen Episoden noch wünschen würden. Einsendeschluss für die Verlosung ist der 31. August. Und nochmal, die Mailadresse die ist podcast@usz.ch. Es ist erstaunlich, was der menschliche Körper alles leisten kann. Das ist immer das Schöne oder ist auch sehr inspirierend für das eigene Training, für die Therapie. Sehr oft zeige ich mir dann im Training, wenn ich wie nicht mehr mag. In so einem Moment denke ich dann immer eben gerade an so Athleten und denke, ja, es geht. Man muss einfach langsam darauf hinschaffen, gezielt darauf hinschaffen. Ganz sonnige Leistungen wie die Athletinnen und Athleten vom Weltklasse Zürich bringen ihre Patientinnen und Patienten zwar nicht hin. Aber Tadassa Brito da Silva feiert auch gerne die kleinen Erfolge.
Wie wo sie letztens eine Patientin hatte, die 2,5 Monate vorher eine Herz-OP hatte. Wir durften es erst mal ausprobieren, mal so ein bisschen auf den Arm abzustützen und so Yoga-Posen machen. Und es war zwar etwas sehr Kleines, wahrscheinlich ja, hat jeder gefunden, ja gut, das ist normal, aber für mich war das wirklich so ein Wunder, auch die Freude in ihren Augen können zu sehen, dass das auf einmal geht. Sie hat so Freude gehabt, also sie hat ausgesehen, als hätte man ihr jetzt gerade, keine Ahnung, einen Lottoschein für 1 Million in die Hand gedrückt. Das hat eigentlich meinen ganzen Tag gerade ausgemacht. Ja, das war auch schön, ich habe mich den ganzen Tag gefreut. Eben, das ist früh am Morgen passiert und am Abend kann ich mich immer noch gleich gefreut. Einfach, ja, auch jetzt, wenn ich zurückdenke, muss ich gerade wieder lächeln, ja. Das ist «USZ Direkt», ein Podcast vom Universitätsspital Zürich. Der Podcast ist produziert von Peter Hanselmann und mir, der Andrea Blatter von der Podcast-Schmiede. Jetzt den Podcast abonnieren und keine weitere Folge verpassen. Auf usz.ch/podcast und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.